Energiereich glücklich. Sie hören den Podcast von Malkiel Ruven-Dietrich, Energie-Life-Coach, Astrologe und Medium in der siebten Generation. Hallo und herzlich willkommen hier bei Energiereich glücklich und bei mir bei Malkiel Ruven-Dietrich. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass du mir ein bisschen zuhören möchtest, denn heute sprechen wir über die Verliebtheitsphasen beim Mann. Im letzten Podcast hatten wir über die generellen Stufen oder Phasen in einer Beziehung gesprochen und wie wir eine feste Beziehung bekommen, welche Phasen wir durchlaufen. Und jetzt möchte ich mal genau auf zumindest drei Punkte eingehen, die für die Männer von unglaublicher Bedeutung sind. Nämlich, wovon wird der Mann in der ersten Verliebtheitsphase angetrieben? Also worin genau besteht sein intensives Verliebtsein-Gefühl? Und natürlich, welche Fragen stellt er sich? Ja? Also Männer sind hier immer ganz klar darauf aus, wenn sie verliebt sind, und das natürlich auf Gegenseitigkeit beruht, ja, das in verlässliche Bahnen zu lenken. Dennoch macht sich auch beim Mann immer eine Unruhe und eine Sorge breit. Und genau da ist nämlich der Punkt, es geht hier immer um das Konkurrenzdenken, dass die Männer einfach meinen, es könnte noch ein anderer auftauchen, in den sie vielleicht stärker verliebt ist als in mich. Das ist eine Frage, die in der ersten Verliebtheitsphase hier ganz oft bei Männern kommt. Ja, also bei 68% der Männern kommt genau diese Frage immer wieder auf. Ja. Dann, wie vermeide ich den Schmerz, wenn ich ihr nicht genüge? Das heißt wirklich auch hier, lenken die Männer ganz oft ein Mangeldenken auf sich selber, das können auch Komplexe sein oder ähnliches, ne? Vor allem wenn du in der Persönlichkeit runder, gefestigter und stärker bist, ja. So, und das sind die Gedanken, die da ganz oft in der ersten Verliebtheitsphase bei Männern aufkommen, ja. Dann aber auch natürlich die ähnlichen Fragen wie bei den Frauen eben auch. Haben wir Gemeinsamkeiten, haben wir denselben Humor, ähnliche Lebensansichten und so weiter, ja. Allerdings ist es für die Frauen viel, viel, viel wichtiger in dieser ersten Phase, abzuchecken, inwieweit doch eine Gemeinsamkeit besteht, ja. Das ist für Männer in dieser ersten Phase gar nicht so zwingend notwendig, denn sie sind natürlich auch etwas triebgesteuert und fühlen sich natürlich hingezogen und auch der Sex und die Zärtlichkeit ist hier ein ganz, ganz wichtiges Potenzial in dieser ersten Phase, ja. Und da kann auch so das Drumherum eher mit wenig Überschneidung sein, solange die körperliche Anziehungskraft und das Körperliche eben halt auch stimmt bei den Männern, ja. Dann kommt in der zweiten Beziehungsphase, und das ist das, was ihr euch ganz häufig fragt, warum Distanz nach der ersten Verliebtheitsphase bei einem Mann kommt und warum es aber auch kein ernsthafter Rückzug ist, sondern hier kommt der instinktive, testende Übergang in die Ernsthaftigkeit. Und das ist die Phase, in der ja ganz viele von euch drinstecken. Da geht man erstmal, geht der Mann hier auf Rückzug, auf Distanz. Auch immer wieder die Frage kommt hier auf, inwieweit kann ich Beständigkeit integrieren? Möchte ich Beständigkeit auch in mein Leben integrieren? Ja. Und da kommt immer erstmal von männlicher Seite eine Rückzugsphase. Also das heißt, da meldet er sich vielleicht nicht so konstant, wie du es vielleicht gerne möchtest oder ähnliches. Ne? Es ist wirklich der klassische Rückzug. Ne? Wenn du diese Zeit erlebst, dass dein Kandidat sich stärker von dir emotional zurückgezogen hat, dann treibt ihn dabei genau dieselbe innere Dynamik an, die du als Frau hast, nämlich den Wunsch nach einer verbindlichen und ernsthaften Sache, ja. Und wenn man das beziehungspsychologisch ein Stück weit betrachtet, dann ist es eben ein ganz wichtiger Punkt, mit dem man auch ein bisschen sensitiv umgehen sollte. Also hier sollte man mit wenig Druck agieren, ja. Es ist wirklich
hier eine Wachstumschance da drin, ja. Und deshalb ermutige ich euch auch, ja, oftmals da auch ein bisschen festzuhalten, ja. Also er wird erstmal ein bisschen weniger Nähe herstellen, er wird vielleicht etwas ausgebremster wirken, ja. Möchte aber dennoch, wird er dich hier immer wieder im Visier haben und beobachten. Das ist heute über die sozialen Medien ja auch überhaupt gar kein Problem, ja. Aber das ist sozusagen die Prüfungsphase, ja. Und wenn dann der Mann den Gefühlszustand einer ernsten Geschichte hat, eines ruhigen Verliebtseins, ja, das kann man auch manchmal von Beginn an haben in der Partnerschaft, dass man gar nicht diesen Überschwang an loderndem Feuer hat, sondern eine konstant kochende Flamme hat, dann festigt sich diese Partnerschaft auch sehr, sehr, sehr schnell, ja. Und hier kommt dann wirklich dazu, dass er aus der Distanz herauskommt und wieder in dieses ungetrübte Potenzial hineinfällt und das wieder sieht, und dann lodert die Flamme erneut von vorne auf. Und dann ist der Mann zweifelsfrei. Und deshalb musst du immer abwarten, bis der Mann diese dritte Phase erreicht hat. Das ist sein innerer Gradmesser sozusagen. Das ist sein, ja, wirklich sein innerer Gradmesser, kann man es eigentlich ganz gut sagen, glaube ich. Denn er prüft sich schon bereits viel eher mit, als zum Beispiel die Frauen, denn er geht schon in der zweiten Phase in die Prüfung rein. Ist es wirklich das? Ist es die Ernsthaftigkeit? Ist es das, was ich möchte? Also deshalb, diese Warteposition kommt wirklich bei rund 90% der Männern vor, und dann seid ihr in der Irritation drin, weil ihr würdet natürlich gerne auf der Wolke 7 weiterschweben. Und er fährt erstmal so mit dem Aufzug so 3-4 Wolken runter und schaut sich das eben an. Und das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. Ja, das wollte ich euch heute in meinem Podcast mitgeben und wünsche euch natürlich einen wunderbaren Sonntag, meine Lieben. Und ja, seid geherzt. Ihr könnt natürlich gerne auch in meinen Mitgliederbereich mal reinklicken. Wir haben jetzt eine mega Preissenkung gemacht, allerdings auch natürlich mit ein paar weniger Leistungen. Also die Zeremonien sind draußen, aber mit der Jahresmitgliedschaft 15€ und du hast eine du hast ein Coaching-Tool für den Monat und ein Energielife mit mir, eine tägliche Tageskarte als Video und vieles mehr. Also klick mal rein, der Link ist unten drin, und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, dein Malkiel.